Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Part. Let's play Pokémon 3D. Ja, ich sag nicht, dass es wieder dabei ist. Es ist einfach wieder dabei. Es ist wie ein Kuh. Ich habe auch Gefühle. Das bezweifle ich stark. Doch, Hunger und sowas. Das sind keine Gefühle. Das ist einfach nur, ja, weiß schon, so, ja. Los, Truffy, mach, beiß einfach mal den Fisch. Und wie schmeckt er? Aber man sagt doch, ich fühle mich hungrig. Ach, du hast keine Gefühle, das ist nur gelogen. Ah, okay. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass Reversal absolut keinen Schaden macht. Oder nahezu keinen Schaden macht. Dann mag dein Fukano dich nicht, wenn das wirklich Rückkehr ist. Keine Ahnung. Oh, guck mal, da ist es wieder. Ach. Gott, warum versteckt sich denn das hier? Weil es gerne Leute durch Bäume anstarrt. Oh, and it's gone. Wie es einfach mal über den Baum läuft. Na gut, die Apri... Hast du das als Kind nicht gemacht? Ich mach das heute auch noch gerne, aber... Du bist doch sowieso ein kleiner Affe, ne? Ja. Deswegen spielst du so gerne Wukong. Ja. Alles einen Sinn. Willst du nicht in die dunkle Höhle? Nö. Kann ich verstehen. Unter anderem, weil keines meiner Pokémon Blitz kann. Oh. Ja. Wenn du mir Blitz beibringst, hau ich dich. Okay, dann bringen wir mal Benikos Blitz bei. Okay, jetzt überlege ich nur. Der Trainer hat sehr wahrscheinlich Wasser-Pokémon. Dann... Nein. Doch! Erzähl was. Oh, ist das vielleicht dein Lieblingstrainer hier? Ich weiß es nicht. Ist das Angelo oder ist das Alfred? Fischer Chris. Der mag ihn nicht. Der ist ja fast wie ich. Aber der hat dann Baldorfisch. Ja, Jens heißt ja auch nicht mehr Jens. Ja, okay, stimmt auch wieder. Und. Bumm! Oh, macht gut Schaden. Grafter Kane. Bösester Kane. Bösester Kane, mach putt. Bösester Kane. Och. Sag ich ja. Was kann er eigentlich? Ehrlich so. So, jetzt der Kane. Los, und? Oh, fast. Der Kane, du bist eine Pfeife. Na, geht doch. Er hat getroffen. Oh. Ruckzuckieb. Och nö, jetzt ist er vergiftet. Ah, der Gift dort. Ruckzuckieb, komm. Und? Ah, oh, braves der Kane. Da, ja, sind zwei vergiftet. Oh. Ei, Tätschel. Was? Ich tätsche ihn gerade. Ja, aber das müsste der sein. Er will auch die ja, Nummer. Ah, das ist schön. Ich möchte trotzdem, dass er Alfred heißt. Nennen wir ihn einfach Alfred. Alfred der Angler. Jeder sollte einen haben. Ein Alfred der Angler? Ja. Läuft. Na, da Ken, was sagst du? Scheinbar gar nichts. Ja. Oh, guck mal, das ist der Typ mit Nidora Queen. Nido. Wie auch immer. Ja, sprich dich aus. Ich weiß nicht mehr, ob es Nidoran, Nido King, Nido Rina oder Nido Queen war. Auf jeden Fall hat er sowas. Ach komm, wir lassen da Ken draußen. Ja, der kann ruhig sterben. Nein! Gerade da Ken sollte nicht sterben. Ich sag ja, hier Nido-Dings. Nidorina. So. Nido-Dings. Irgendwas mit Nido war's. Ich glaub sogar Nidorina und Nidorino. Deine Intel. Lass meine Intelenz in Ruhe. Deine Intelenz übersteigt gerade mal wieder alles. Mein Kurzzeitgedächtnis, weißt du, was ich beim letzten Mal Gold gespielt habe, Alter? Oder Kristall oder was auch immer? Ich nehme an, dass das eine längere Zeit her ist. Ja, ich glaube, da war ich. Keine Ahnung. Was fandest du eigentlich immer cooler? Nidorino oder Nidorina? Ich mochte beide nicht. Aber ich mag Nido King sehr gerne. Ja. Dann eben so. Auch und komm da, Kane. Entwickel aber dich. Aber das liegt einfach Schade. Daran, dass ich keine Ahnung habe, wie ich Nido Queen effektiv spielen soll. Ist Nido Queen nicht öfter als Tank? Ja, es ist halt defensiver als Nido King. Aber ich mag Nido King, weil es halt rohe Gewalt als Fähigkeit hat. Heißt, er kriegt kein Life Orb. Damage, das Thema hatten wir ja schon, nee, hatte ich gar nicht mit dir. Aber doch, Life Orb, Gift Orb und so. Nee, Life Orb ist ja, du machst mehr Schaden, aber kriegst Damage bei jedem Angriff und rohe Gewalt heißt halt, du kriegst
zwar mehr Damage, aber du kriegst keinen Schaden. Ah, okay. Deswegen ist das ganz gut. Und Nido King hat halt auch ein super Moveset, so spezielle Seite, so Schlammwurm, Donnerblitz, Eisstrahl, Flammenwurf. Oh. Der kann eigentlich alles. Dicktree. Oh, ist es nicht putzig? Naja, Ich mochte die Schokoküsse. Schokoküsse? Ja, das Wort mit N darf man ja nicht mehr sagen. Wir wollen ja ganz politisch korrekt sein. Ja, ach komm, wir tun Haus rein. Hab ich schon erwähnt, dass Köche manchmal sehr eklig sind? Hab ich doch schon mal gesagt, dass du immer sehr eklig bist? Ja, das stimmt. Da siehst du. Wir haben halt auch diskutiert letztens auf der Arbeit. Und dann kam irgendwer an und meinte, boah, Leute, ich hab ne Marktlücke für euch. Schokoküsse mit Leberwurst gefüllt. What the fuck? Ja, das dachte ich mir auch. Kann sowas schmecken? Ich glaube nicht. Ich bezweifle es auch. Oh, da kennt. Oh, Haus, was kannst du? Ganz ehrlich, nicht ausprobieren. Dem schließe ich mich einfach mal an. Na komm, machst du den Angriff. Ja. Ja, alter Mann, ich hab in dieser tollen Stadt. Und den Namen ich schon wieder vergessen habe. Irgendwas mit Holz. Mahagonia. Ja, stimmt. Bevor es aufgeploppt ist. Ja, ich bin auch noch nicht reingegangen. Ich habe die ganze Zeit auch erst so überlegt, Irgendwas mit Holz. Ja. Aber naja, egal. Ja, genau. Erstmal Hallo Menschen. Ganz ja, erstmal heilen und mein nächstes. Ach, scheiße, nee, da kommen wir noch gar nicht ran, oder? Wo denn? Da in die nächste Route. Ist da nicht ein Typ davor, der uns sagt, hier kannst du hier noch nicht vorbei, weil. Ja, außer du kaufst irgendwas. Kann sein. Ach so, stimmt der. Ach so, ja. Kannst aber ja mal probieren, aber ich glaube, er lässt sich nicht. Hi. Hey, Kid! I see ja, you on you! Laberkeks oder so ein Scheiß. Ja. Oder keine Ahnung. Ja, komm, gib uns 200. Einen. Wutkeks, das war's. Ey, weißt du, bist durch? Ja, wenn du jetzt noch einen kaufst, bist du selber schuldig. Nein. Oh, Mann. Oh, nein. Du musst erstmal mit allen labern. Das ist das, was ich zuerst mache, wenn ich in eine Stadt gehe. Ja, gut, das wäre jetzt das letzte Haus, weil das ist ein besonderes Haus. Aber ist das nicht erst später nach dem roten Garados? Ja, ich weiß. Ich sag ja, du gehst erstmal in jedes Haus, laberst eine Runde, dann gehst du zum See hoch. Bei. Was hat denn der da? Oh, Schneck. Fleckmann-Route, so. Genau, Schneckmack. Ja. Du bist auch so ein Schneckmack. I'm a genius. Not really, no. Versteck dich hier hinten. Mhm. Ein ja. Sitzkissen, so. Ist die schlimmer Finger. Wie nennen wir ihn? Harald. Okay, du schlimmer Finger, Harald, hier mit dem Sitzkissen. Also, das hätte ich ja nicht von dir erwartet hier, ne? Na gut, in dem Haus, das ist doch, glaube ich, nur der kleine Shop. Ah, ne, doch nicht. Gut. Ach ja, das rote Garados. Ich erzähl dir alle, dass da ein rotes Garados am See ist. Ja, schönes rotes Garados. Das ist übrigens das erste Shiny-Pokémon, was so gesehen jemals veröffentlicht wurde, so gesehen. Oder mal eine Frage, Benikos. Meinst du, wir können hier schon unser letztes Mitglied kriegen bei den Bäumen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab mich damit nicht beschäftigt. Dann beschäftige dich mal. Wo du deine Teammitglieder kriegst. Hä? Ich hab mich nicht damit beschäftigt, wo du deine Teammitglieder kriegst. Das wär's letzt. Garabor nicht. Ja, dann wär's immerhin. Ja, du hast dich sowieso nur darüber erkundigt. Woher kriegt man Fukano und woher kriegt man Lampi? Nein, Lampi weiß ich auswendig. Ja, bloß, dass es hier leider nicht da war. Oh, Fragezeichen. Es hat etwas. Was hat Trust? Das lag aber jetzt nicht an meinem Gedächtnis, sondern das lag an dem Spiel. Lava Cookie. Was hat denn der nochmal? Ach, egal. Trophy regelt. Er hier? Ich hab keine Ahnung. Camper Spencer. Oh. Ist hier nicht auch irgendwo so ein blödes Haus, wo, also außer jetzt in deinem Team meine ich, wo du sozusagen so eine Mautstelle, wo du nur durch kannst, wenn du was bezahlst?
Weil Team Rocket und so. Das Spoiler. Oh ja, weil dieses Spiel so neu ist. Ja, hallo? Das ist High-End-Spiel. Das kann vorher schon sagen, ja, ja, rotes Karatus. Das hat man in den Dialogen gelesen. Ja. Mhm. Ja. Ach, ja? Bei Harald war ein Poster an der Wand, oder? So. Genau. Oh nein, jetzt haben wir verraten, wo sie sich verstecken. Hä? Naja, aber ach so, ja. Oh, Zubat. Stärke. Ich mag Zubat. Ich mag nur X-Bat. Ja, das meinte ich damit. Zubat hat halt so diesen Tentacher-Effekt. Ja. Nur, na gut, obwohl schlimmer oder? Naja, Zubat ist halt das Tentacher der Höhlen, sag ich mal, ne? Ja, so ungefähr. Oh, Gras. Ah, ja, hier. Hi. Jetzt Spoiler. Sie haben Schwarzen, da ist ein R drauf. Wo, von was werden sie wohl sein? Team Rescue the World. Team Rapists. Nein. Dürfen wir jetzt hier durch? Wir dürfen jetzt hier durch. Ja, yeah. Jetzt darfst du da durch. Ach stimmt, die, wer ist denn die Aber wenn du jetzt wieder runterspringst, Dings, dann musst du nochmal bezahlen. Das Item wenigstens vorher. Ich weiß gerade. Links, rechts, links, rechts. Das ist so schwer. Geh durchs Gras. Geh durchs Gras. Da sind nämlich Trainer. Da ist ein Mensch. Da sind doch mehr Trainer. Und da kommst du auch irgendwo zu so einem komischen Haus. Blutzock. Blutzock! Pfund! Blutzock habe ich nie verstanden. Ich auch nicht. Ups. Ups. Metamaus ist vergiftet. Oh nein! Was hast du überhaupt für eine Attacke eingesetzt? Pfund, die einzige offensive Attacke, die Metamaus beherrscht. Hast du kein Metronom? Da hätte Hitzekoller rauskommen können. Oder Explosion. Das macht nichts. Für dich vielleicht nicht. Richtig. Hallo Mensch. Ja komm, geben wir erstmal mal Metamaus und Antidote. Antidote. Hast ja 3, wa? Ja. So viel ist mir die Metamaus schon wert hier, ne? Oh, ist ja knuffig. Ja, ne? Ein Schlurp. Oh, Schlurp. Schlurp. Ach, Mann. Erstmal ein bisschen Zungen-Action hier. Na komm, hier. Und jetzt machen wir Covid. Ich bin ja gerade froh, dass wir nicht im selben Raum sitzen. Weil? Naja, Zungen-Action und so. Da habe ich Angst vor. Okay. Ja, verständlich. Los, Darkane, ja. Sei nützlich! Glaube ich nicht. Braves Darkane. Ja, klar, und der letzte Hit ist ein Crit. So fick dich, Darkane! Fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah. Oh yeah! Such a mofo. Mo? You call me a motherfucker? You are the motherfucker? Motherfucker. Motherfucker? You call me nigger? Nein. Maximal pigmentiert. Ey, yo, alles klar, mein maximal pigmentierter. Das klingt so. Die Ausdrücke sind auch so falsch, das ist wie die Geschichte mit dem Zigeunerschnitzel. Ich verstehe es einfach nicht. Was soll ich denn auf der Speisekarte draufschreiben? Politisch inkorrekt die Schnitzel? Interessant. Ganz ehrlich. Warum? Ich halte mich einfach an meinen Leitspruch und sage, ich bin nicht rassistisch. Ich mobbe alle Ethnien. Herkunft, alles gleichermaßen, dann bin ich fein raus. Ja. Außer Franzosen, die werden tot gemobbt. Ja, Franzosen haben es nicht anders erwartet.
Los, Sakane, mach uns stolz. Und ohne Witz, Sakane braucht schon wieder einen Supertrank. Solange er seine Kämpfe gewinnt, ist alles gut. Ja. Wie viel hat er denn noch? Oh Gott, Herr. Oh Gott. Was? Du wolltest ihm gerade einen Paraheiler geben. Ja, ich hab's gemerkt. Du könntest ihm nächstes Mal auch einfach 2 Zitronenbeeren geben. Dann kommen die auch einfach mal weg. Oder du könntest ihm eine Zitronenbeere zum Tragen geben. Das wäre fast sogar. Oh, das wäre. Oh, hier. Benikus hat. Ja, jetzt nur noch die Beere finden. Ah, da ist Zitronen. Das genauso heißen wie im Deutschen fast. Ja. Nur, dass er mit S geschrieben wird. Ja. Passt. Guck mal, das ist ein Beerenbaum. Aprikokobaum ist das, du Lappen. Das ist mir egal. Mir nicht. Oh, ein Angler. Ich mag Angler. Oh, ein Tentacher. Pass ja. auf. No! Watch out. Ich finde, das sieht so lustig aus, die Kämpfe auf Wasser. Ja. Pokémon noch wenigstens ins Wasser setzen können, oder? Ja, irgendwie schon. Wieso bekämpfst du dieses Carpador eigentlich? Warum nicht? Carpador, ein Carpador ist auch ein stolzes Mitglied der Gesellschaft. Erfahrungspunkt. Wo ist das bitte ein stolzes Mitglied der Gesellschaft? Das ist ein Gott, der fischt, der nichts kann. Aber da ist auch wieder einer, siehst du? Entschuldigung, ich will das ja nicht voreilig mobben. Das kann ja immer in 3 Attacken. 2 davon machen sogar Schaden. Aber nicht viel. Egal, aber er kann 3 Attacken. Und Shitty sagt uns jetzt, welche das sind. Platscher, Dreschflegel und Tackle. Wann lernt er Dreschflegel? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er Tackle ab Level 15? 15. Ich glaube, Dreschflegel war irgendwo um Level 40 rum. Aber jetzt die Frage, wer trainiert sich ein Carpador bis auf Level 40? Oh, Garados. Hi. Juhu! Ich mag Garados. Ja, aber Carpador-Mobben hier. Ja, ja, das sind die richtigen. Siehste, die Beere hat's gebracht. Haha, du Ficker. Sonst hättest du ihn heilen müssen. Gleich kommt der Crit und dann ist auch... Oh, oh, ah, ich sag ja, gleich kommt der Crit. Ja, ja. Mit Ansage und noch eine. Mit Ansage. Oh, Bedroher. Bedroher ist ganz schlecht. Ja, vor allem, dass es das zweite Mal ist schon, weißt du? Was? Das hat ein Verteidigungsminuswesen. Das kannst du mir nicht anders erzählen. Ich habe nämlich keinen Critical Hit gesehen. Hä? Wer, was, wo? Hä? Alter, du hast dem Viechen voll viel Schaden gemacht. Ja. Das Viech ist auch Level 12 gewesen, wenn du es gesehen hast. Nee, das habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich dachte, die sind wenigstens so alle auf demselben Niveau. Was ich ja auch immer so lustig finde. Pokémon. Oh, das sind meine Lieblingsmaniacs. Pokémon sind Level 12 und entwickelt. Aber könnten eigentlich nicht mal ansatzweise in diesem Level entwickelt sein. Ich weiß, es gibt sehr viele Pokémon, die die entwickelt sind und unterlevelt. Ja. Ich frag mich auch immer, wie das funktioniert, aber. Ich frag mich auch immer, wie das beim Rivalen funktioniert, weißt du? Der hat manchmal einfach. Oder allgemein bei Trainern. Auf Level 32. Ja, dann ist einfach nur die Reaktion. Moment. Cheater. I smell there is something wrong. Na, ihr zwei. Ich glaube, der eine hat einen Pantymos und der andere irgendwas anderes. You don't say. Erzähl. Ja, das ist halt so Maniac-Typen. Na, reden wir erst bei dich an. Ich spreche ich zuerst an. Pokémaniac Ron. Ron. Du Ronny. Oh, Nidoking. Oh, ja, Nidoking. Krasser Typ, er hat Mondsteine gesammelt. Krasser Typ, er benutzt Fokus. Energiefokus, so rum. Energiefokus ist voll gut auf Seedraking. Echt? Ja, mit Fähigkeit Superschütze. Und das Goblins hat er dann 100% Volltrefferquote für den Rest des. Also bis er ausgewechselt wird. Okay, der Kane ist jetzt schon mal Level 31 und ist immer noch nicht entwickelt. Ja, er kann's halt einfach nicht. Ja, einfach mich ignoriert und kein Pantymos hat. Ja, bitter. Er hat eher ein Dörp. Nein,
hat er einen Lamus. Er hat noch nicht mal Stil, es ist kein Megalamus. Megalamus sieht aber, finde ich, sehr, sehr kacke aus. Er ist ein Beyblade, lass ihn so. Oh, oh, da Kane und ruckzuck heb. Braves da Kane. Hat ja fein gemacht. Kriegst einen Keks. Mir wäre es zwar lieber, wenn er im. What? Achso. Wenn er im Kampf davor sich entwickelt hätte, aber egal. Nein, geh noch nicht zum See. Oh. Ich will nur hier hin. Ah, ne, scheiße, hier konnte man nicht heilen, oder? Ich war irgendwie der. Da kannst du nicht heilen. Na gut, wir haben genug Supertränke. Ja. Was? Ach, Mann, ich bin schon. Okay. Geh noch nicht zum See. Wir gehen ganz. Ganz die Umgebung erforschen, das ist wichtiger. Ja. 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 Geh zu meinem Lieblingsangler. Ab jetzt, weil der andere nicht Alfred heißt. Dieser Grund, weil der andere nicht Alfred heißt. Doofes Spiel. Sie nehmen mir einfach meine einzige Freude. Ja. Bitter halt, ne? Oh, Noctu. Noctu ist toll. Ja, Noctu ist cool. Aber auch so ein Pokémon, mit dem ich nichts anfangen kann. Ui. Oh, ist da, bewegt man sich einen Schritt. Blutzuck. Geh sterben, du kleines, komisches. Blutzuck. Vieh. Was soll das eigentlich sein? Ein Käferknäuel. Ein Käferknäuel, dankeschön. Ja, war sehr informativ. Und da Kane ist wieder Alter, ganz ehrlich, da Kane mag es, vergiftet zu sein. Der denkt sich immer, oh ja, vergiftet, oh. Egal. Egal. Baum. Ja, hier sind viele Bäume, hast du recht. ist hier nicht irgendwas? Ah, ja. Ein Top. Genesung, glaube ich, oder? War das ein Top-Beleber? Full Restore. Ja, müsste eigentlich genesen. Oh, scheiße. Alter, in 3D ist das anstrengend. Ja. Ja, los, Igla. Ja. Das ist echt ein sehr ätzender, anstrengender Teil. Da rechts. Ah, da. Da. Genau. So, obwohl, warte. Zum Haus. Ich will erstmal wissen, was hier ist. Das ist auch. Schneiderbaum. Der eine führt zum Item, der andere führt zum Haus. Ich glaube, der war zum Item. Glaube ich. Ja, ganz links oben, ne? Ja, ich glaube auch. War auch wieder so ein verstecktes. Ah! Sonderbonbon war es, ne? Ja. Nimmt man aber gerne mit. Du könntest Metamaus ein paar Sonderbonbons geben. Meinst du, es bringt was? Ja, Level Up erhöht die Freundschaft. Zumindest um eins. Hier versteckt sich doch bestimmt auch wieder was. Und es würde. Und du könntest es vielleicht beim Kampf benutzen, wenn es ein paar Level höher wäre. Nicht mit diesen Werten, nein. Oh, da hinten versteckt sich auch was. Oh, eine TM! Eine rote! 43. Keine Ahnung. Feuerwirbel. Ach da. Detect. Das ist doch, glaube ich, Scanner oder sowas, oder? Oh nö. Die Suche nach dem Haus. Oh. Und stopp. Was? Geh wieder raus, guck das Haus an. Ah? Lass das Haus angucken. Nicht der Kane. Wir sehen uns im nächsten Part. Ach so. Okay. So. Ja, und mit hätte diesem. Nicht erwartet. Und mit diesem Haus geht es dann weiter im nächsten Part. Also, an dieser Stelle dann macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon 3D. Also macht's gut, Leute.